Hi, willkommen zum neuen Video und zwar mit einem neuen Spiel. Durch Zufall heute auch gleich entdeckt und losgestartet. Und zwar Ranch Simulator. Richtig cool, ich habe mir ein bisschen was angeguckt. Da kann man ein bisschen mehr machen. Gleich mit Tieren und sowas arbeiten, finde ich wesentlich geiler als nur Holz und so Zeug. Nee. Wir lassen uns mal überraschen und wir starten sofort rein. Indem wir einen neuen Charakter erstellen. Oh, das sieht ein bisschen aus wie ein Verbrecher. Warte mal, nehmen wir mal den. Bisschen mehr so. Also wir sind Albino. Ist ja auch egal. Speichern. Okay. Schließen. Möchtest du fortfahren? Jo. Los geht's in die Welt. Spiel. Neues Spiel. Und das Geile ist, man kann das zu viert spielen. Und das finde ich richtig cool. Jetzt müssen wir natürlich erstmal hier die Standarddinger machen und ein bisschen bewegen. Oh, guck, wir können sogar kriechen. Sprinten und springen. Die Kameraansicht können wir auch. Ich glaube, ich mag es mehr, wenn er rechts ist. Rechts ist. Bin eher so der Rechtsträger. Aber für das hier ist es eher so links besser. Ja, machen wir einfach links. Okay, wir müssen hier rein. Oh, ein Zelt. Mein liebes Enkelkind, wenn du diesen Brief liest, hast du dich bereit erklärt, meinen letzten Willen zu erfüllen und unsere Familie in Ranch zu übernehmen. Sie ist etwas verwahrlost. Das ist wie mit dem anderen. Weiß nicht, kriegen die das nicht hin, ihren Scheiß da ein bisschen zu reparieren? Da ich keine Zeit und Gelegenheit hatte, mich um sie zu kümmern. Ich habe dir im Haus auf dem Dachboden ein paar Dinge hinterlassen, die dir behilflich sein werden. Ich glaube an dich. PS. So. Mit J. Untersuche das Haus. Ich komme ja nicht mal rein. Weil es alles zugenagelt ist. Etwas verwahrlost, ey. Guck dir das mal an. Ist ja bei den Ludolfs Hotel. Geil! Entferne das Hindernis. Ach, da hinten. Ich kenne mich noch gar nicht aus. Oh, geile Matratze. Abreißen. Da brauche ich eine Brechstange für. Und dann kann ich das alles abreißen, oder was? Achtung, baufällig. Ja, warte mal. So. Oh. Nimm diesen Revolver mit. Im Wald gibt es viele wilde Tiere, die dir Probleme bereiten können. Ich habe etwas Geld und Munition hinterlegt. Noch eine Sache, du wirst ein Auto brauchen. In der Werkstatt am Eingang der Ranch steht ein altes Nutzfahrzeug. Du kannst es mit Ersatzteilen, die du hier findest, reparieren. Viel Erfolg. Glück. Jo, ciao Kakao. Wir gehen ja hier... Oh, warte mal. Nicht, dass das jetzt so ein Spiel ist, wo ich sterben kann. Also das Erste, was wir natürlich machen, das scheiß Radio aus. Ey, wollen die, dass ich sterbe oder was? Okay, also machen wir uns jetzt anscheinend schon hier auf die Suche und holen ein Rädchen. Ah, und das muss ich dann schon dorthin bringen. Als ob hier die Ersatzteile rumliegen. Ja klar. Ja. Ey, sieht doch schon richtig gut aus.
kann ich jetzt damit fahren? Erzähl nicht. Tanken wir erstmal, oder? Handbremse ziehen. Oh, das ist ja geil. Geht das Auto kaputt? Ich muss jetzt hier absteigen. Ja, wie mache ich das? Ach so. Ah, weiß Bescheid. Und Motor starten. Also ich kenne ja immer die besten Abkürzungen durch den Wald, weil als Kind bin ich beim Opa immer gewesen, da war das noch nicht so verwahrlost. Und wisst ihr, ich wusste immer, dass hier eine Straße ist. Richtig cool. Kann man auch irgendwie mit L, kann man wieder dichter machen. Das Ding geht ab wie Sau, ey. Hallo. Ich möchte bitte tanken. Ah. Tschüss. Sprich mit dem Autoverkäufer. Ey, die Karre habe ich mir erst zusammengebaut. Die Lenkung ist hart, ne? Wenn du da ein bisschen zu viel krassen Scheiß machst. Ich glaube, jetzt springe ich doch bestimmt übelst. Die 180 Grad Drehung habe ich echt raus. Okay, also ich kann mein Fahrzeug dann auch noch ein bisschen tunen. Und los geht das. Also die Musik ist gerade perfekt. Jo, ich hab das mal abgestellt. Moin. Kaufe. Ah, okay. An dem Auto Dings hier. Werkzeuge. Noch mal eigentlich. Ich nehme mal von allem was. Eierkorb und zwei Hühner. Ach so. Eier, wir brauchen Eier. Hebe auf. So, okay. Als ob da Hühner sind. Was mache ich damit? Mhm.
wie transportiert man Hühner? Man packt's ordentlich am Hals. Und dann setzt man es auf die Ladefläche. Komm her, du. Hallo. Setz dich neben deinen Kumpel. Guck. Okay, ich soll anscheinend die Hühner rausnehmen. Getreide gefunden. Ah, okay. Drin oder was? Put, put, put. Eimer gefunden. Also es ist saudunkel, ich würde jetzt erstmal pennen gehen. Beppo schläft. Ist der nicht süß? Guckt euch den an. Wie schön. Muss ich mich jetzt irgendwie beim Schlafen hier angucken, oder was? Wie kann ich denn... Jetzt ist der nächste Tag. Das ging doch gerade eben nicht. Wassertank. Für die Hühner. Wassertank. Eimer mit Wasser. Und Hindernis entfernt. Oh, ich muss mal wieder die Modussäge ausbauen. Mir doch mal bitte. Und auf den Rasenmäher drauf. Scheint ist das scheißegal. Bestes Wetter, um Rasen zu mähen. Stall gebaut. Ach. Bitte E gedrückt. Ich habe jetzt ein Hühnerhaus einfach mal so gebaut. Dachboden abgerissen, erster Stock abgerissen. Ach, jetzt reiße ich die Bude ab. Ich hocke hier immer noch rum. Na, dann reißen wir die Bude noch mal schnell ab. Ich würde jetzt auch die Bude abreißen wollen, weil es regnet ja. Ey, ein Schlag und bam, es ist weg. Fundament gebaut. Ah, okay, wir bauen jetzt. Okay, kann ich alles nicht bauen? Alles nicht verfügbar? Das ist fertig. Nimm den Kanister. Ach nee, muss ich jetzt da oben die Stämme nehmen, oder was? Oh, das dauert doch ewig. Kann ich aber die Bäume hier ummachen?
Holzplanke genommen und dann einfügen. Wie viele Holzplanken brauche ich denn? Ach so. Ich fahre mit meinem Buggy. Es geht bestimmt schneller. Bisschen dunkel, ich sehe gar nichts. Da ist er mal. Ja, die verbauen wir noch und dann geht's endlich mal ins Bett. Ich sehe schon gar nichts mehr. Nein. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, ich bleib dran hängen. Ab ins Zelt. Ein bisschen pennen und dann schön Morgenstund hat Gold im Mund. Moin auf dem Bau. Die lassen wir jetzt noch durch. Dann die Bretter aufladen. Ich glaube, damit kommen wir schon recht weit. Wow. Was macht das Ding? Ach, ich kann das. So kann ich das drehen. Hey, Hühnchen. Was geht ab? Alter. Als ob das Haus jetzt dasteht, nur weil ich ein paar Balken hingestellt habe. Und? Oh, ich habe Glück. Gehen wir doch mal rein. Also. Nett, oder? Oh, guck mal, eine kleine Kuh. Schön hier. Ja, die Badewanne ist da. Das ist wichtig. Oh, endlich ein richtiges Bett. Oh, was kommt da? Sind Holzfäller, Sie brauchen einen Traktor. Also abonnieren Sie den Kanal und gewinnen Sie ein Bild dieses Traktors. Ja, interessant, kennen wir glaube ich schon. Also, tschüss. Eier. Okay, was kann man hier noch so bauen? Großer Hühnerstall. Futter haben denn die schon gefressen? Schön, schöner Brunnen. Was ist denn damit eigentlich? Ah, die Bude muss weg. Komm, ey. Okay, was kann ich jetzt hier bauen? Eine Scheune. Für 900. Nee. Also hier kann überall Hühnerstall hin, wenn ich den Baum hier noch wegpacke. Brrrring. Ist ja lustig. Also, wir müssen jetzt auch irgendwie mal Geld verdienen. Und du musst jetzt mal Eier legen hier. Wo ist denn dein Kumpel? Hühnchen, hast du Futter? Geht's dir gut? Wo ist dein Kumpel? Okay. Ich würde sagen. Ah. Laden? Kann ich im Laden auch Holz verkaufen? Nein, vielleicht im Baumarkt. Das wird immer besser. Kommt man da nur mit dem Zug hin, oder was? Baumarkt. Hallo?
gar keiner. Alter! Bär! Bären! Macht ihr irgendwas mit mir? Moin! Soll ich erst mal gucken, ob man das überhaupt alles hier verkaufen kann? Geht das ja auch gar nicht. $2. Was will ich denn damit? Auf das Scope, da kannst du die Eier durchgucken. Ich glaube, so einen blöden Hahn brauchen wir auch. Die verkaufen wir noch. Aber, scheiße, jetzt habe ich glaube ich die ganzen... Ja, da kann man die Eier durchleuchten, ich weiß. Die nicht. Zwei Hühner? Ach da. Geil, ey. Erste Folge, schon so viel geschafft. Tür zu. Wir schlafen. Richtig geiles Spiel. Ganz ehrlich. Finde ich cool, weil es ist nicht so langwierig. Man muss nicht dauerhaft irgendwie den gleichen Scheiß machen. Ich feiere das Spiel richtig. Ranch Simulator. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich verlinke es auf jeden Fall unten mal rein. Und wenn ihr Lust habt, mit mir zu spielen, es geht, glaube ich, auch zusammen. Ich weiß zwar nicht wie, aber es geht, glaube ich, zusammen. Freunde einladen. Genau. Dann machen wir das nämlich mal. Genau. Also meldet euch, wenn ihr mit mir zocken wollt. Ich würde es richtig feiern. Weil zusammen macht das bestimmt noch mehr Spaß. Man kann hier ordentlich mit Tieren was machen. Man kann noch mehr Gebäude bauen. Ich glaube, da kann man einige was machen. Also für ein Early Access ist es auf jeden Fall richtig cool. Dann vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Tipps habt, immer gerne in die Kommentare rein. Ich bin für alles offen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Tschüss, ihr Rabauken.